Hallihallo Leute, und ich bin euer Zuckerrohr und herzlich willkommen zu meinem ersten Together auf diesem Kanal. Mit dem lieben Mike. Hallo. Und ja, auf dem Server ist auch noch der Assassine. Wir zocken Mountain Blade Warband Nord Invasion. Darum geht's. Also in dem Mod geht's eigentlich bloß darum. Wir sind Swadia, halt die coolsten von Mountain Blade, laut meiner Meinung nach. Und müssen die Nordsieder metzeln, die uns angreifen. Ja, und da kommen immer wieder Herr der Rebellen und wir sind zwar schon ziemlich gut equipped, aber wir sterben trotzdem schon bei der Skirmwelle. Ihr werdet es ja sehen. Das wird ziemlich erbärmlich auf das Mal. Ja. Normalerweise zockt man das Spiel eigentlich mit ein paar mehr Leuten, aber wir sind jetzt erstmal hier auf einen etwas leeren Server gegangen, weil ich sehr, sehr menschenscheu bin. Ja. Nein, weil wir erstmal das Spiel einmal kurz vorstellen wollen. Und dann gehen wir auf. Ja, wir stellen jetzt das Spiel hier erstmal kurz vor. Das werde ich dann so machen, dass es der erste Part wird. Und dann der zweite Part findet auf einem größeren Server statt. Oh, wo laufe ich denn eigentlich hin? Das weiß ich nicht. Wow, da ist ein Feind. Erstmal Schlag. Und ich hoffe, das gefällt euch. Das Let's Play hier, bis auch das Together. Und mit Mike werden jetzt auch mehrere Togethers kommen. Einfach bloß, weil der Kerl ziemlich oft mit mir chattet und weil wir ziemlich viel Spaß haben, daran zu labern. Und wenn es euch nicht passt, dann ganz ehrlich, schaut die Videos. Ach ja, schön. Spaß? Achso, ich dachte, ich krieg hier für eine Bezahlung. Ja. Na gut. Du denkst doch nicht wirklich, dass ich Geld hätte. Ich bin ein armer Student. Achso. Verdammt. Ja gut, schönen Abend noch. Wird doch viel Spaß hier. Und es tut mir leid, dass ich jetzt gerade ein bisschen abseits gewesen bin und eine Cade errichtet habe, aber das ist eigentlich ziemlich wichtig, wenn die großen Wellen kommen, dass man sich dann da stellen kann. Mike, ich habe die Cade bei der kleinen Brücke, die wo wir immer gehalten haben, errichtet, okay? Okay. Gut. Ich komme nicht so lange hier. Um die Leute, die kommen. Wo ist eigentlich der Assassin hin? Der kümmert sich um die kleine Brücke, dann gehe ich mit zu dir, zur großen. Ja. Komm schon, Zuckerrohr. Lauf. Lauf schneller. Lauf energischer. Zeig, wie du laufen kannst. Schneller. Also mal ganz ehrlich, ich fand mit der leichten Kleidung war ich um einiges noch schneller. Ja. Bei Rüstung... jetzt sieht er erstmal mein... Oh, verdammt, ich bin gegen die Wand gelaufen mit meinem Intellekt. Ja. Hier seht ihr erstmal meinen Charakter ein bisschen. Ich bin... Ach ja, das kann man auch nur dazu sagen. Es gibt vier Klassen. Den Armbrustschützen. Also ja genau, der Infanteristen, das was der Mike ist. Warum man eine Armbrust hat, ist es einfach, ist eine gute Fernkampfwaffe, die halt die Anfangsgegner one-hittet und deswegen ist er eigentlich ziemlich nützlich. Dann gibt es den Pikenier, der meistens mit Wurfwaffen rumwirft und mit Speeren kämpft. Den Bogenschützen, wie der Assassine hier gerade eben gesehen hat, der halt mit Bogen schießt. Und dann noch mich, den Armbrustschützen. Ich bekomme ziemlich starke Armbrüste. Um jetzt all die Gegner auf Distanz nieder, bin aber auch im Nahkampf ein Gegner, den man nicht unterschätzen sollte. Und wenn es mal vorkommt, dass wir bei Endwellen sterben und schreien Die for Cades, dann ist es deswegen, wenn wir spawnen, kriegen wir neue Barrikaden. Und ja, dafür ist es halt sehr nützlich. Aber jetzt werde ich mich mal nicht für Cades umbringen lassen. Mike? Ja, das ist übrigens etwas, was eigentlich nicht passieren sollte. Vor allem nicht bei dieser ersten Endwelle. Nur bin ich gerade heute wieder zum ersten Mal seit ein, zwei Tagen. Die ersten zwei, drei Runden sind meistens so ein bisschen Eingewöhnungszeit. Ja, dafür nehme ich mir jetzt dein Schild. Okay. War alles geplant, gib's doch zu. Natürlich. Weil die einzelnen Klassen kriegen halt auch verschiedene Sachen. So wie er zum Beispiel die stärksten Armbrüste kriegt, kriege ich halt viel bessere Schilde und Schwerter. Rüstungen. Ja, eigentlich alles besser außer die Armbrust. Man sieht, dass meine Armbrust hier ziemlich stark sind. Ich habe ein paar Mal die Leute, nein, die Füße getroffen und mach sie nieder. Ja, und jetzt scheiß drauf. YOLO! My Espada. Ja, als Armbrustschütze soll ich eigentlich zurückbleiben und ab und zu renne ich einfach im wilden Tanz nach vorne und denk mir, ich mach euch alle nieder. Dann muss ich kommen und retten. Deine Hilfe habe ich nicht gebraucht. Ach, Assassine ist für Cade gestorben. Achso, oh.
Ja, wahrscheinlich. Da hätte ich mich auch für Kate umbringen lassen, wenn der so ernst spielt. Tja. Das ja. wusste ich leider nicht. War nur gut. Warum block ich bei dem Kerl eigentlich? Da kann mir doch eh nichts machen. Oh, doch, er kann mich verletzen. Ja, das kann eigentlich jeder Gegner. Ich bitte dich. Also, vor was man in diesem Spiel auf jeden Fall aufpassen muss, sind erstens Kämpfer mit Mistgabeln. Die sind einfach immer die Teile. Und noch Frauen, die mit Bratpfannen werfen, uns Headshots geben und uns damit One-Shot down machen. Und Priester. Ja, OP-Priester. Na gut, das ist Mike sein Problem. Er kann gegen Priester einfach nicht kämpfen. Er ist ja zu religiös. Naja. Und gerade sind hier Gegner gespawnt, die wir weiterhin als Großteil hassen. Das sind nämlich Gegner, die die ganze Zeit mit Speeren werfen und extrem viel Schaden machen. Ach ja, die High Javelin, das genau. Bist du das, der wo da gerade vorne kämpft im seichten Wasser? Ja. Okay. Ich bin kein Bogenschütze, also. Ich versuch's immer auf der Distanz ein bisschen zu erwischen. Mach das. Headshot. Aua. Also das mit den Headshots beherrsche ich normalerweise bei den Herr Javelinas. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich öfters mal welche umbringe. Ich geh mich mal kurz heilen. Okay, ja, der Kerl ist sowieso schwer verletzt mittlerweile. Ich hab drüber geschossen. Wow, der trifft mich gleich. Ist nicht dein Ernst! Ist nicht dein Ernst! Ja, aus die Entfernung, danke sehr. Das gibt's doch nicht, vor allem wie der Speer so richtig geil in deinem Rücken steckt. Ja. Ich bin jetzt in einem Spectator-Modus, bis die entweder geschafft haben oder alle gestorben sind. Ja. Vor allen Dingen, was mir auch wichtig ist, wir werden jetzt zwar noch ein bisschen was dann auf einem großen Server aufnehmen, nach diesem Part, aber schreibt mir doch dann mal in die Kommentare, wenn ihr zuguckt, wenn ihr weiter zugucken wollt, wenn es euch Spaß macht. Wollt ihr lieber, dass ich den Spectator-Modus rausschneide, weil da kann auch öfters mal lustige Sachen passieren? Oder soll ich den Spectator-Modus dann drinnen lassen und bloß wirklich langweilige Szenen rausschneiden? Oder überhaupt nichts rausschneiden. Komplett ungeschnitten. Ja, das geht natürlich. Vollkommene Fassung. Volle Packung. Ja, die volle Packung. Dummheit eigentlich. Es ist ja rausgekommen in der neuesten amerikanischen Harvard-Studie, dass Zucker dumm macht. Ich bin Zuckerrohr. Das heißt, entweder mache ich Menschen dumm, oder ich bin die Dummheit in Person. Beides. Okay, thanks. Ja, das ist eigentlich mit das Schönste. Die Community ist, ja. Es gibt, glaube ich, kaum jemanden, der wirklich in dieser Community daneben ist. Also, es gibt ein, zwei Leute, die die ganze Zeit nur Scheiße bauen, aber der Rest ist eigentlich immer sehr nett, freundlich. Helfen sich alle gegenseitig. Haben halt alle das gemeinsame Ziel, so lange wie möglich zu überleben. Genau, das ist halt das Schönste eigentlich mit an dem Mod, dass alle zusammenhelfen, sich gegenseitig beschützen. Man macht Späße untereinander, lacht, man findet sogar Kameraden, die man immer wieder trifft auf den Servern und mit denen man dann schreibt, die sich freuen. Es gibt auch natürlich aufgeblasene Leute, wie heißt der? Der FK? Ja. Der FK-Clan? FK-Clan ist aufgeblasen, dann gibt es den FF-Clan zum Beispiel, der wo hingegen absolut nette Leute hat, mit denen wir uns auch gut verstehen. Ja. Aber der FK-Clan, der denkt halt, weil der recht gut ist, die ganzen Leute da drin, dass sie sich alles erlauben können. Ja, naja, gut sind sie jetzt nicht unbedingt. Also, vielleicht sind sie im normalen Mountain Blade gut, aber in Nord Invasion ja. haben sie nichts drauf. Ja. Es werden wahrscheinlich auch noch, um es gleich anzukündigen, auch mal normale Mountain Blade Online-Folgen kommen. Ganz so, wie ich eigentlich so. Lustig bin, um ehrlich zu sein. So ein bisschen Belagerung oder Deathmatch. Ja. Immer mal, worauf wir so Lust haben. Ja, das war jetzt sehr schlechtes Englisch. Ich sterben oder du? Aber frag mich, was er schreibt. Weißt du, ich tue mich jetzt einfach mal selbst umbringen. Ich habe sowieso eine Cage. Oh nein, nein, nein! Ich habe bloß das Schild! Hilfe! Nein! Nein! Ja. Warum schreibt ihr mir denn keine Buchstaben? I said I will die. Ich habe das nicht gelesen. Jetzt mach schon. Los. Es ist nur einer. Mein Ping ist gerade eben hochgegangen. Ja, das ist auch ein Problem. Ich habe sehr schlechtes Internet. Deswegen
gibt es ab und zu mal Probleme auch mit Skype. Nein! Nein! Ich wurde umgebracht! Verdammt! Und das jetzt hier war eher ein Missverständnis. Ja. Und er hat der Assassine wird dich jetzt wahrscheinlich hassen. Ja, wahrscheinlich. Er hat geschrieben, kill yours. Und ich habe nicht mitgekriegt, dass er geschrieben hat, dass ich sterben soll. Und da habe ich halt schon meine Waffen derweil abgelegt gehabt. Hab mir gedacht, er freut sich, dass ich mich ausziehe. Aber irgendwie war das nicht der Fall. Naja. Irgendwie hat er lieber Selbstmord begangen. Ja. Naja. Shit happens. Mal altes Sprichwort. Und ich verstehe auch nicht, warum die ganze Zeit Maps runtergeladen werden müssen. Wahrscheinlich haben sie jede Map geupdatet, oder? Irgendwie die Server spinnen zur Zeit von Nord Invasion. Ich weiß es nicht. Nächste Map. Oh. Ach, keine Map, auf der wir dann überleben. Na, wenn Assassine auch mit dabei. Assassine hat uns verlassen. Ich frag mich warum. So, der Sound ist eigentlich ein bisschen. Nicht wegen dir, sondern weil es 11 Uhr ist. Ach. Wer geht denn bitte schon um 11 Uhr ins Bett? Ich bitte dich. Normale Schüler, nicht solche Leute wie wir. Ja, okay, das stimmt schon wirklich. Leute, immer früh ins Bett gehen, niemals Schlaf verpassen, besonders auch zu wenig schlafen. Das ist vor allem nicht für Videospiele. Das ist eine dumme Idee. Ja. Deswegen tun wir es ja. Naja, Zuckerrohr macht dumm. Zucker macht dumm. Hab ich ja schon immer gesagt. Er kriegt bei mir die volle Ladung Verblödung, die man von Zucker halt bekommen kann. Also freut euch doch. Ja. Bam! Up, I'm a power with my laser, bro! Fuck! Genau, wenn ich das mache, treffe ich nicht. Ist doch klar. Yeah! Quest completed! Wuhu! Kann der bitte sterben? Übrigens sind wir jetzt auch. Mistgabel! Sie haben uns beinahe gefährlich geworden. Die macht tatsächlich Schaden. Das ist. Man glaubt es nicht, weil es nur so ein ganz normaler Bauer ist, aber ja, seine Mistgabel ist einfach stark. Ja. Hat er von zu Hause mitgebracht, die ist schon trainiert. Trainiert? Eine Mistgabel ja. Kann man trainieren? Ja. Okay. Das ist das neueste Pokémon. Oh mein Gott, heißt es etwa Gabelseller? Nein, ja. Gabelmon. Dann wäre es aber ein Digimon. Das ist beides. Es wird auch später digitieren aufs Ultra-Level zum Besen. Besenmon. Besenmon. Ja, wird nicht eher Messumon passen? Stimmt auch. Oh, mein Ping ist auf 98. Ja, man merkt's. Egal. Das geht doch noch. Ja, solange wir zocken können. Dam, dam, daram, da, 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 dam, dam, da, 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 dam, dam, da, 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 da. Ach ja. Am Anfang. Ja, erzähl du jetzt erstmal, Mike, noch kurz. Am Anfang ist meistens Zuckerrohr erstmal besser als ich, weil er halt die ganze Zeit auf Fernkampf geht. Aber später, wenn dann sehr viele Gegner kommen und vor allem auf größeren Servern, bin ich meistens vor ihm, da der Nahkampf einfach effektiver ist. Ha! Gay! Dafür bin ich die bessere Unterstützungseinheit, Mann. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich immer Kates aufbauen muss die ganze Zeit, währenddessen du Leute killst. Kann ich sagen. Ah! Verdammt! Ich habe eine Mistgabel in meinen Kopf gekriegt. Ich bin fast tot. Ich bin mehr als halb tot. Ah, ja, ich kenne das, ich habe auch einen im Kopf. Wenn die mich nochmal trifft, bin ich tot. Na gut, sie heißen ja eigentlich nicht Mistgabeln, sondern sie heißen Pitchforks. Auf Englisch. Aber ich meine, ich glaube schon, dass mittlerweile die meisten von euch Englisch mächtig sein werden. Also ich hoffe es mal. Ich weiß ja nicht, wie alt ihr seid oder wo ihr auf die Schule geht, aber mittlerweile lernt man ja allein schon durch den Computerspielen viel Englisch eigentlich. Und wenn nicht, lernt Englisch. Ich selber kann es nicht so nicht gut, aber auf jeden Fall Grundkenntnisse sind wichtig. Ja. Ja, Englisch ist eigentlich immer wichtig. Ich finde schön, ich. Ich war auch. Um es mal so zu sagen, ich meine, wir machen jetzt gerade ein bisschen Smalltalk. Ich war ja selbst früher in der Schule, in der Realschule. Ich war zuerst real. Ich kann dir mal ein bisschen was über meinen Lauf erzählen. Das ist auch mal ein schönes Special. Ich war auf der Realschule 10 Jahre lang. 10 Jahre Realschule? Was ist denn das für ein Wunder? Nee, also. Und da war ich immer schlecht in Englisch. Wie hast du das gemacht? Bist du mehrfach sitzen geblieben? Hä, wieso? Ja. Realschule geht 10 Jahre. Nein, die geht 6 Jahre. Die ersten 4 Jahre sind also, Grundschule. Ja, Grundschule, dann halt Realschule, Entschuldigung. Ja, also, tut mir leid. Ja, 4 Jahre Grundschule. Jetzt lernen wir hier noch falsches deutsches Schulsystem. Ja, genau, ich lerne noch falsches deutsches Schulsystem. Ist halt Bayern.
Man wird es raushören, dass ich Bayer bin wahrscheinlich. Das sagt, ich bin ein Franke. Aber egal. Da könnt ihr mich später mal spammen. Ja, ich habe mal Realschule gemacht, da war ich immer Dreier, Vierer. Dann bin ich auf die Fachoberschule gegangen. Die Voss. Bin rein. Ich habe Zweier geschrieben. Oh, verdammt, die Follower. Sterbt einfach alle. Harakiri. Und, ich könnte euch verrecken, glaube ich, weil ich gerade im Extrem Erbärmlich spiele, weil ich mich auf meine Geschichte konzentriere. Ich geh mich mal um den Captain kümmern. Ja, ich habe mich umbringen lassen. Übrigens, in dir ist einer. So, jetzt kann ich wenigstens erzählen. Jetzt seht ihr auch meinen Spectator-Modus. Da kann ich rumfliegen, kann Leute beobachten, zu denen switchen. Und ja, also, ich war immer wieder ab. 2 Jahre Voss habe ich ja dann gemacht. Und ich war in Englisch dann auf einer 2 bis 1. Habe ich Exen nie was gelernt und habe dann auf einmal saugute Noten geschrieben. Weil ich halt irgendwann mal, es hat wirklich was gebracht, die 6 Jahre Realschule. Ich habe das Vokabular drinnen gehabt nach einer Zeit. Es ist einfach so. Es wird dann bei euch auch sein, deswegen nicht zu verbittert sein, wenn ihr schlechter seid in Englisch. Ihr werdet euch auf jeden Fall verbessern. Und ja. Wenn ihr wollt. Mhm. Wenn ihr wollt. Und selbst jetzt im Studium habe ich in meiner Englischklausur habe ich 1,7 gehabt. Ich bin damit nicht ganz zufrieden, weil das ist A2. Ich hätte lieber eine 1 in Englisch gehabt, aber naja, da muss ich halt das Jahr mal wieder Englisch lernen. Ich hasse dich. Entschuldigung. So, ja. Ich kann ja kurz dazu sagen, ich gehe momentan doch auf die Realschule in einem anderen Bundesstaat in Niedersachsen und bin in Englisch ein zwischen 3 und 4er Kandidat. War ich aber auch damals in der Realschule, du wirst ja auf jeden Fall besser. Trotzdem, wenn ich dann höre, in einer Klausur schön noch 1,7 mehr Schnitt und dann bin ich noch unzufrieden. Ja, es ist, naja, das ist was von mir, das kommt einfach von meinem Karate. Ich bin immer unzufrieden mit dem, was ich erreiche. Ich will eigentlich immer besser werden. Immer. 113er Ping. Mensch, ich kann dafür eigentlich relativ gut spielen. Ich frage mich bloß, warum der Ping gerade eben so hoch geht. So. Sterb, sterb. Ja. Gut. 15 Minuten haben wir eigentlich rum. Wir haben so ziemlich alles gezeigt. Ja. Dann würde ich mal sagen, Mike, stell dich mal mit hierher. Oh ja, siehst du geil aus. Bleib einfach stehen. Mit deiner Pitchfork siehst du geil aus. Ich mach daraus den Thumbnail. Bleib halt stehen. Ich will mich doch so hinstellen. Und Leute, wir sehen uns später. Und ciao.